Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um John Sinclair. Hi Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich alles um John Sinclair. Ich habe versucht, so ein bisschen Gruselatmosphäre hier reinzubringen mit so ein bisschen Nebel. Ja, ich glaube, das üben wir da nochmal ein bisschen. Ich denke mal, die meisten von euch kennen John Sinclair. Wenn nicht aus diesen Groschenromanen, die ja immer noch geschrieben werden als Taschenbuch oder ja halt als Groschenroman. Die Groschenromane sind, glaube ich, immer noch grün, ich bin mir nicht sicher. Taschenbücher gibt es auch immer noch, werden noch geschrieben. Das hier sind die Neuauflagen von Tonstudio Braun, oder was heißt Neuauflagen? Ich glaube, das sind die Remastered, heißen die, glaube ich, werden geführt unter Remastered. Genau, digital überarbeitet. Die hat es früher als Kassette gegeben, da war ich noch so ein ganz kleiner Steppke und ich habe die geliebt. Geliebt bis heute. Ich habe hier mal einen Teil von den John Sinclair, die jetzt auf CD erhältlich sind, hier mal so ein bisschen mit aufgebaut, um ein bisschen was zum Thema zu haben. Also hier zum Beispiel Folge 11, der unheimliche Bogenschütze. Nach wie vor immer noch richtig geile Hörspiele. Ich mache die alten, die haben so einen ganz besonderen Charme, nicht zuletzt durch diese Orgel. Und seitdem die neu abgetastet sind, klangen die Orgel nie klarer und schöner. Es gibt auch eine richtige Neuauflage, und zwar ist die von Lübbe Audio. Es sind mittlerweile über 120 Folgen erschienen. Und zwar ist das die John Sinclair Edition 2000. John Sinclair Edition 2000, denn die Original von Tonstudio Braun. Drei Fragezeichen und die Neuauflage von Larry Brand. Das sind die einzigen Hörspielserien neben dem Gruselkabinett, die ich selber im Abo habe. Also die kriege ich immer automatisch gleich zugeschickt. Das sind mit so meine liebsten Hörspielserien, also die ich gerade aufgezählt habe. Heute geht es aber nur um John Sinclair und etwas ganz Besonderes, wie ich finde. Deswegen mache ich auch das Video. Wie gesagt, also John Sinclair, ich glaube, es gibt keinen, der die nicht kennt. Ja, zumindest die Romane oder auf jeden Fall mal gehört. Also die John Sinclair Edition 2000, die hatte früher der Oliver Döring, hat Regie geführt. Der hat immer bekannte Hollywood-Stimmen dazu genommen als zu den Sprechern. Da haben wir Frank Laubrecht als John Sinclair, Joachim Kerzel als Erzähler. Wen hatten wir noch? Wir hatten, jetzt ist mir der Name entfallen, die Synchronstimme von Nicolas Cage ist mir im Gedächtnis geblieben und da sind so viele bekannte Stimmen mit bei und die sind auch richtig, richtig hochwertig produziert, also richtig geil. Die sind so mehr so ein bisschen actionmäßiger, haben John Sinclair so ein bisschen ins Moderne gepackt, so. Es gibt auch Handys jetzt und solche Sachen. Ist schon richtig geil und das sind auch so Hörspiele, die höre ich jeden Tag, wenn ich mit dem Bus zur Arbeit fahre oder U-Bahn. Tonstudio Braun, auch immer noch klasse, hat natürlich diesen geilen Retro-Charme. Die gibt's auch auf Vinyl mittlerweile. Nicht alle, also zwei, drei Folgen, glaube ich, gibt's auf Vinyl. Habe ich auch, die ist jetzt noch original verpackt. Habe ich ein bisschen mit halt, wie gesagt, um hier so ein bisschen ne, John Sinclair Aufbauten zu haben. Und zwar heute geht es aber um, wie ich schon sagte, etwas Besonderes für mich, was ich sehr besonders finde. Und zwar gibt es John Sinclair Sammelfiguren. Ich habe hier vorne mal einmal, das ist der Schwarze Tod, der sich hier im Kreise dreht im Moment. An dieser Stelle muss ich einmal kurz reingrätschen. Das ist natürlich nicht der Schwarze Tod, den ich gerade gezeigt habe, sondern der Spuk. Das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Okay, weiter geht's. Den habe ich jetzt mal exemplarisch hier aufgestellt. Es gibt derzeit, wenn ich es richtig im Gedächtnis habe, gibt es derzeit 10 Sammelfiguren und 4 Büsten aktuell auf dem Markt. Und zwar ist jetzt, habe ich hier mal im Karton, jetzt Anfang dieser Woche ist die neueste Auflage rausgekommen. Oder was heißt die neueste Auflage, eine neue Figur. Und zwar ist das der John Sinclair. Das ist John Sinclair selber.
Retro 2. Es hat den mal gegeben. Das war die allererste Figur, die damals rausgekommen ist. Und der ist jetzt nochmal neu gemacht worden und der ist jetzt rausgebracht worden. Und damit fangen wir an. Damit möchte ich das Unboxing der Serie starten. Die anderen kann ich nicht mehr unboxen, die sind schon ausgepackt. Bis auf eine, glaube ich, die ist noch im OVP. Aber ansonsten werde ich die alle jetzt nach und nach auf meinem Kanal zeigen. Und als Anlass jetzt komplett, um die Serie zu starten über die John Sinclair Sammelfiguren, weil ich bin John Sinclair Fan. Und ich finde halt alles, was so drumherum ist, gerade jetzt so figurentechnisch, das finde ich super cool. Und ich fand das, es gibt halt für, jetzt sag ich mal so, Hörspielserien gibt es halt eigentlich so gar nichts weiter zu sammeln, irgendwie, außer die Hörspiele selber. Ich weiß, dass eventuell soll es noch von Yantenna Figuren wohl geben. Das ist, man hatte schon länger nichts davon gehört, vielleicht ist es auch eingeschlafen. Aber das sind jetzt die Figuren von John Sinclair, Sammelfiguren. Der Shop nennt sich Der Geisterjäger. Die Webadresse ist auch dergeisterjäger.de. Baller ich euch unten in die Infobox rein. Könnt ihr gerne vorbeischauen und euch das mal angucken, falls ihr Bock habt oder neugierig seid auf die Figuren. Dort könnt ihr die schon alle sehen, natürlich. Die kann man da auch bestellen. Aber ich werde die halt alle nach und nach jetzt vorstellen. Und heute fangen wir an. John Sinclair Retro 2 heißt die Figur. Und ja, wie ich schon gesagt habe, die haben einmal jetzt eine richtig schöne Aufmachung, richtig schön, also schwarz, komplett. Wir haben einmal halt John Sinclair, Sammelfigur, Schrift so vorne drauf. Hier unten ist Hologramm von John Sinclairs Kreuz. Und hinten drauf ist halt einmal ein Aufkleber mit der Anschrift von dem Hersteller, weil die Figuren werden alle handgemacht. Aber ich glaube, da mache ich nochmal ein kurzes Infovideo zu, wie die gemacht werden, die Figuren. Das ist auch sehr interessant, vor allen Dingen sind die Leute, die dahinter stehen, die sind auch super nett. Dann gucken wir jetzt mal rein hier. Es gibt noch eine kleine Besonderheit. Es gibt noch eine kleine Besonderheit. Jede Figur kommt. Ich mach das mal zu einmal. Jede Figur kommt mit so einem kleinen Sammelkärtchen noch dazu. Das ist auch eine richtig coole Idee, wie ich finde. Da ist einmal auf der Vorderseite ist die Figur drauf. Und auf der Rückseite sind halt immer so kleine Bildchen noch extra mit drauf gedruckt und so ein kleiner Begleittext dazu. Hier haben wir jetzt zum Beispiel John Sinclair Sammelfigur Retro 2. Ich zeige euch das nachher auch nochmal im Groß. Und hinten drauf Geisterjäger John Sinclair, ausgestattet mit einer Beretta 92 FS und dem Kreuz des Ezekiel. Detailreiches Diorama-Base mit Grabstein, Totenschädel und dem Zombie aus der Anfang nach einer Vorlage von Timo Wirtz. Genau, das ist auch wieder eine Besonderheit. Das kann ich euch auch gleich erklären. Einige, vielleicht sammeln ja einige selber John Sinclair Hörspiele, auch die neuen. Die wissen, was das ist jetzt hier mit der Diorama-Base von dem Anfang. Das ist nämlich das Cover, was die hier nachgebaut haben. Auf der Base, auf der John Sinclair steht. Das gucken wir uns mal an. Die sind halt immer so in Styropor eingepackt. Und die Figur selber ist nochmal in so einer kleinen Plastiktüte. Und es ist richtig, also es ist, das Ding ist, wenn ich mir diese Figur jetzt angucke, ich selber habe ja den direkten Vergleich zu der allerersten John Sinclair Figur, die noch auf einem rechteckigen Base daherkam, und dieser Figur jetzt, die so ein richtig geiles, ausgestaltetes Rundbase hat, mit halt, wie gesagt, ich habe leider das Cover jetzt nicht hier von John Sinclair, der Anfang. Da ist ja wirklich der Zombie, der aus dem Erdboden kommt, der ist vorne auf dem Cover drauf und der ist hier komplett nachgebildet worden auf dem Base, was ich super cool finde. Und was auch schön zu sehen ist, wenn man die Figuren vergleicht, man sieht eine richtige Steigerungsform. Während die erste John Sinclair Figur noch ganz einfach dahergekommen ist,
ist diese schon richtig aufwendig geworden. Der Paintjob ist wesentlich cooler geworden, denn wie das alles ausgearbeitet ist, hier auch so die Details wie die Falten in der Hose oder hier Reißverschluss an der Jacke. Denn das Kreuz, das hat richtig hier mit dem die einzelnen Zeichen drauf auf dem Kreuz, das kann man erkennen. Und wie gesagt, die sind richtig, richtig handgemacht, die Figuren. Das ist, weiß ich, also ich feiere die richtig. Die sind zwar nicht immer alle so super gelungen jetzt, das muss man auch mal sagen, so vom Gesicht jetzt her. Aber das liegt auch daran, ich habe noch Bilder, die kann ich euch gerne auch nochmal einblenden oder wir machen nochmal ein extra Video dazu, wo man sieht, dass die wirklich alle per Hand bemalt werden. Die sehen nicht alle aus wie ein Ei, das dem anderen gleicht. Sagt man es so? Sagt man, glaube ich, so, ne? Also man sieht schon, dass das handgemacht ist. Das ist richtig, also ich finde die Figuren richtig cool. Ich hole euch gleich einmal dicht dran, dann könnt ihr das in groß sehen. Das ist die aktuellste Figur jetzt gerade, die jetzt gerade rausgekommen ist. Wir haben halt, kann euch ja nochmal von unten, ist so ein bisschen so ein kleiner Filzbelag. Und das ist halt die Figur so mit der Sammelkarte dazu. Das wäre dann halt John Sinclair Retro 2 Sammelfigur, aktuelle Figur. Und ja, also von mir, wie zu den anderen Figuren auch, schon Daumen hoch. Und das Ding ist halt, was man auch dazu sagen muss, ich habe oft gelesen im Internet, gerade am Anfang, wie die ersten Figuren rauskamen, dass sie dann, wie sehen die denn aus und bla und blub. Da wird immer gleich drüber hergemäht und gebasht, was das Zeug hält. Man muss, was ich finde, was man dazu sagen muss, man muss sich die Figuren mal in echt angucken. Also in echt, die sehen die noch wesentlich besser aus, als man das so jetzt auf Fotos oder jetzt hier, so wie hier im Video sehen kann. Wie gesagt, ich zeige euch die nochmal in groß, könnt ihr euch die nochmal angucken. Und auch was ich auch schon gesagt habe, ich werde wirklich alle Figuren zeigen, die es gibt bisher, auch die Büsten werde ich zeigen. Das sind jetzt nicht so eine große Büsten, nicht, dass ihr denkt, da kommen jetzt Wunder was. Nein, die sind, ja, wie groß sind die? Ich glaube, die Größe ist so, bisschen so breit. Da haben wir den Schwarzen Tod zum Beispiel. Xoron gibt es als Büste auch. Dann haben wir noch Asmodina. So macht sie. Und ja, das sind halt, die werde ich euch nach und nach, werde ich die euch mal zeigen, damit ihr, was ich finde, es ist halt was Besonderes. Und der Jörn Brohm, so heißt er, der die Figuren unter anderem macht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann macht er den Paintjob. Er und sein Team, das sind super nette Leute, ich habe die mal getroffen oder durfte sie mal treffen. Das war auf der Hörspielmesse. Ich glaube, das war sogar 2017. Das ist also schon etwas her. Kann auch sein, dass es letztes Jahr war. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Ja, und das war es eigentlich schon von diesem kleinen, ja, Kleinod, möchte ich mal sagen. Es ist richtig schön. Und was man auch an den Figuren sieht und was auch rauszuhören war in dem Gespräch, das ich mit Jörn geführt habe. Das meinte ich auch zu ihm. Ich sage, kann es sein, dass das so eine Herzensangelegenheit von dir ist, dass du oder dass ihr diese Figur macht? Und das hat er auch bejaht. Und das merkt man auch. Also wenn man sich mit den Leuten unterhält, in diesem Fall, ich hatte hauptsächlich mit ihm halt, mit dem Jörn selber, aber auch, das ist halt so ein richtig, die sind da mit Herzblut dabei und die machen da halt einen richtig, richtig coolen Job. Und es sind noch neue Figuren angekündigt, jetzt 2-3 Stück, glaube ich, habe ich so grob im Gedächtnis, aber ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber bevor ich hier weiter rumschwafel, würde ich sagen, kommt mal näher ran und schaut ihn euch an.
So, das war's auch schon mit dem John Sinclair Video von mir. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Schaut mal, checkt die Webseite ab, dergeisterjäger.de. Wie gesagt, ballere ich euch unten in die Infobox. Und wir sehen uns dann mit dem nächsten Video. Vielen Dank fürs Schauen und macht's gut, meine Freunde.